So Leute, mein Bauch sieht zurzeit einfach so aus. Ach man! Servus Leute, was geht? Und willkommen bei einem neuen Video. Digga, zu einem neuen Video. Ja Leute, ich habe beschlossen, eine Veränderung zu machen. Und zwar eine Veränderung meiner Statur, meines Körpers, Leute. Ich möchte jetzt regelmäßig Fitness machen, Leute. Und ich habe mir ein Ziel gesetzt und dieses Ziel will ich erreichen zurzeit. Mal kein bisschen davon, Leute, und ich möchte euch noch mal was mitgeben, Leute. Wenn ihr etwas machen wollt, wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, Leute, dann zieht es durch, egal was andere sagen. Wenn andere euch auslachen oder sonst irgendetwas, Leute, dann ihr dürft diese Kommentare und alles nicht mal ernst nehmen. Ihr müsst diese ganzen Sachen, die andere Leute zu euch sagen, einfach in euer Gehirn so ausblenden. Leute, sowas interessiert euch nicht. Wenn ihr euch wegen sowas dann, ey, fuck, vielleicht hat er recht, ey, ich bin zu fett, ich zieh das eh nicht durch, ich schaff das nicht. Wenn ihr so eine Einstellung habt, Leute, dann werdet ihr es auch nicht schaffen, aber... Real talk, weißt du? Aber Leute, wenn ihr wirklich etwas vor Augen habt und das durchziehen wollt, dann macht es, Leute, und ihr werdet es schaffen. Mein Ziel ist es jetzt, Leute, ich will eine komplette Veränderung machen. Nicht für irgendwelche andere Leute oder sonst irgendetwas, Leute. Ich möchte das für mich. Ich war bis jetzt immer zufrieden mit meinem Körper und jetzt bin ich so an diesem Zeitpunkt angelangt, wo ich mir denke so, ey yo, Herrat, weißt du was, kommt Zeit für eine Veränderung und ich möchte diese Veränderung für mich selber und nicht für irgendwen und deswegen möchte ich diese Veränderung auch machen, Leute. Wie gesagt, Leute, es werden immer welche geben, die euch auslachen. Zum Beispiel, bestes Beispiel, ich habe auf Instagram ein Bild gepostet und da haben mich sehr viele ausgelacht und wer zuletzt lacht am besten und vor allem Leute, ich nehme diese ganzen Kommentare nicht negativ, sondern als Motivation. Ich lese mir diese Kommentare vor, Leute, und denke mir so, bam, Alter, ich werde es denen zeigen, egal. Die jetzt werden ich noch mehr durch. Ja, genau das. So, das gibt mir einfach noch mehr Motivation. So Leute, mein Bauch sieht zurzeit einfach so aus. Fette Wampe hier. Ja, Mann. Ich anspanne, ist immer noch dasselbe, Alter. Ich spann mal an. Hast du angespannt? Ja, Mann. Ich spür's. So sieht's einfach zurzeit aus, Leute, und... So, Leute, jetzt könnt ihr euch unten in den Kommentaren drüber lustig machen, aber wie gesagt, Leute, es gibt mir einfach noch mehr Kraft, noch mehr Motivation oder sonst etwas. Deswegen, Leute, schreibt, komm, macht mich in den Kommentaren fertig, damit ich noch mehr Motivation habe, dank euch. Und wie gesagt, Leute, habt etwas Geduld und glaubt mir, Leute, also ich sag mal so, nächstes Jahr ist die FIBO, April. Am 11. oder so, denke ich mal. Da könnt ihr auch alle vorbeikommen. Da wird er das erste Mal sein Sixpack zeigen. Ich habe ihm versprochen, der wird bis zu FIBO ein Sixpack haben und... So, aber das alles bringt einen nichts, wenn, ich sag mal, wenn so ein Emil bei mir ist und mir diese ganzen Tipps gibt und ich selber keine Lust drauf habe und das nicht durchziehen möchte. Ich will was dazu sagen, ja. Dann bringt Leute, ich schwöre, ich hatte, jetzt ohne Witz, ne, ich hatte Freunde, wo ich denen einen Trainingsplan geschrieben habe, wo ich denen alles ausgerechnet habe, dass sie sich perfekt daran halten können. Die hatten den perfekten Trainingsplan. Aber was bringt dir der perfekte Trainingsplan, wenn du nicht deinen scheiß Arsch hochkriegst? Da bringt dir auch das schönste Fitnessstudio nichts, wenn du nicht da drin bist und trainierst. Du musst, wenn du etwas möchtest, du musst schon was dafür tun, sei es YouTube, sei es egal in welchem Bereich. Wenn ihr nicht motiviert an eine Sache rangeht, dann habt ihr direkt verloren, also könnt ihr direkt auch aufhören. Die letzten Tage, ich schreibe Emil voll, Bro, komm, let's go, lass Gym. Und wie gesagt, Leute, wie Emil gerade schon gesagt hat, ich werde meinen Körper nirgends mehr präsentieren, auf keinen Bildern oder sonst irgendetwas. Ihr werdet meinen Körper auf der FIBO sehen. Also wir werden da 4 Tage auf jeden Fall am Start sein, so bei Gym Junkie auch. Da werdet ihr meinen Körper sehen, Leute. Oh, der wird nicht mehr existieren. Der wird dann so aussehen, warte, ich zeig dir mal. So wird er ungefähr aussehen. Sieht er doch schon fast. Warte. Also von der Seite aus schon, ne? Oder? Vielleicht. Was? Kein Unterschied. Bruh. Aber ey Leute, das kriegen wir hin, safe. Also Herrat, an seiner Motivation kann ich schon mal sehen, da kann man was mit anfangen, so, aber der Rest... Aber Leute, wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ziele habt, dann scheißt auf die Meinung anderer Leute und bewegt euren Arsch und tut etwas, Leute. Und das ist meine Sache, Leute. Ich möchte mich jetzt ändern und nicht für irgendwelche Leute, sondern einfach nur für mich selber. Aber du möchtest auch deinen Abonnenten damit zeigen, so, dass wenn man sich ein Ziel vornimmt, zum Beispiel so wie du jetzt vornimmst, man schafft es. Du wirst es auch schaffen. Wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, dann könnt ihr es einfach schaffen und ich werde euch jetzt genau, ich werde es euch beweisen, Leute. Das seht ihr, Leute, und passt einfach auf ein paar Monaten. Leute, gebt euch mal meine Arme, Mann. Das ist ein Stock, das ist... Gebt euch. Das ist einfach nichts, nichts. Nee, jetzt momentan ist es nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. So. Richtig. Jeder fängt klein an. Also auch, ey, ich sag mal jetzt an euch, wenn jetzt unter euch so die 12 bis 16 Jahre oder was weiß ich auch immer, wenn ihr mit Fitness anfangen solltet jetzt, also wenn ihr es wollt,
traut euch, geht ruhig ins Gym, weil viele denken sich so, wenn die jetzt so ins Gym anfangen, also wenn die jetzt da hingehen, dass die Leute die auslachen werden, aber das ist nicht so, weil jeder, der da zum Beispiel breit ist oder ich auch jetzt, wenn ich im Fitnessstudio bin und dann so ein Lauch, sag ich mal, kommt, dann ich werde ihn ganz bestimmt nicht auslachen, ich werde ihn eher helfen, so, wisst ihr? Weil ich sah mal auch so aus. Hey, das sieht jetzt auch so aus, warum soll ich ihn auslachen? Ihr könnt mich als Motivation nehmen. Guckt euch mich an, Leute, ich... Das kriegen wir hin. Und jetzt, Leute, wie gesagt, lasst euch einfach überraschen. Ich habe mir jetzt das Ziel gesetzt und ich werde alles dafür tun, mein Ziel zu verwirklichen. Und wie gesagt, auf der FIBO dann sehen, Leute. Und dann werde ich das erste Mal auch meinen Körper nochmal präsentieren. Auf einen geilen Sixpack. Weil dabei ist alles. Bra! Nein, Leute, wie gesagt, also Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, motivieren oder sonst irgendetwas. Fangt doch auch mit Hedaj an, würde ich sagen, oder? Fangt an, Leute, wenn ihr Fitness machen wollt. Ihr müsst ja manchmal Fitness machen. Macht wenn ihr mit irgendeiner Sache anfangen wollt, Leute, dann macht die Sache. Scheiß auf andere. Es gibt bestes Beispiel auch nochmal YouTube, Leute, YouTube. Ich habe mit YouTube angefangen. Ich wurde ausgelacht in meiner Stadt und keine Ahnung wo, ich wurde einfach an dort nur ausgelacht. Und mittlerweile ist das so, Leute, dass die Leute, die gelacht haben, die kommen zu mir und fragen, ey, yo, Bro, können wir ein Foto machen? Ja, und merkt euch eins, Limits existieren nicht. Sowas gibt es gar nicht. Also Limits sind Sachen, so, die man sich in den Kopf setzt. Also man sagt sich so, ey, dies und das. Zum Beispiel 0. Ja. 0, 0, 0, aber Leute, setzt mal ein Komma und dann heißt es nochmal eine 1. 0,1, 0,12, 0,123. Es hat kein Ende, Leute. Und es gibt keine Limits, Leute. Wenn du etwas machen möchtest, wenn du etwas erreichen willst, dann arbeite darauf hin. Du erreichst vielleicht nicht in einem Jahr, vielleicht auch nicht in 10 Jahren, aber du wirst dein Ziel erreichen, wenn du darauf hinarbeitest. Ist, das wurde jetzt so oft so bewiesen, so, macht einfach, kriegt euren Arsch hoch und tut etwas dafür. Tut was für eure Träume und Ziele. So, wenn ich sage, ey, ich will so und so einen Körper, Leute, dann kann ich nicht zu Hause chillen und hoffen, ey, irgendwann kommt er. Ich muss schon selber was dafür tun. Und Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen motivieren. Und ich als Beispiel, Leute, ich werde es euch zeigen. Der größte Lauch, der größte Fettsack. Ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen motivieren. Wenn es euch gefallen hat, Leute, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Und Leute, ihr braucht euch nicht für euren eigenen Körper schämen. Guckt euch mal diesen Bauch an, Leute. Ey, darf ich noch kurz was sagen? Real Talk! Wir packen aus, Digga, wir packen aus! Real Life! Ey, jetzt mal Real Life, Mann! Schöne Grüße an den Junggesellen! An voll die Junggesellen, Digga! Doch! Viel Spaß, Leute, wir sehen uns morgen bei einem neuen Video wieder! Macht's gut und haut rein!